Was ist euer Begehr, Kadan? Ich habe mich selbst eingesperrt. Ein schwacher Geist ist ein tödlicher Feind, wie ihr bestimmt wisst. Ich weiß, dass ich die Schuld an meinem Versagen trage. Ich kam mit 7 der Beresat, meinen Brüdern, in eure Länder, um Antworten auf die Verderbnis zu suchen. Wir sind ohne Zwischenfälle durch Ferelden gezogen und haben nichts von der Bedrohung gesehen, die wir beobachten sollten. Bis zu der Nacht, in der wir unser Lager außerhalb von Lothering aufgeschlagen haben. Sie kamen von überall. Aus der Erde unter uns und aus der Luft über uns. Die dunkle Brut entsprang sogar unseren eigenen Schatten. Ich habe gesehen, wie die letzte dieser Kreaturen fiel. Aber es war zu spät. Ich war besiegt. Ich habe Geschichten über Ostagar gehört. Euer Kith ist nicht gewichen, als andere flohen. Mehr kann man nicht tun. Ich weiß nicht, wie lange ich zwischen den Toten auf dem Schlachtfeld lag. Und auch nicht, wie die Bauern mich gefunden haben. Ich weiß nur, dass ich nicht mehr bei meinen Brüdern war, als ich erwachte. Und dass mein Schwert nicht mehr in meiner Hand lag. Vielleicht. Ich habe danach gesucht. Und weil ich erfolglos war, habe ich meine Retter gefragt, was damit geschehen ist. Ich habe sie erschlagen. Mit bloßen Händen. Ja. Ich wusste, dass sie das Schwert nicht hatten. Sie hatten keinen Grund, mich anzulügen. Ich geriet in Panik und habe sie niedergestreckt, ohne nachzudenken. Ich weiß. Ich kann meine Taten nicht rechtfertigen. Meine Ehre ist verwirkt. Dieses Schwert wurde allein für meine Hand gefertigt. Ich habe es seit meiner Aufnahme bei den Beresat getragen und sollte es bis zu meinem Tod für mein Volk schwingen. Selbst wenn ich Ferelden und Tevinter unbewaffnet durchqueren und dem Arishok Bericht erstatten könnte, würden die Antam mich augenblicklich niederstrecken. Sie würden erkennen, dass ich ein Seelenloser bin, ein Deserteur. Kein Soldat würde sich von seiner Klinge trennen, solange er noch atmet. Das wird die Bauern sicherlich trösten. Wir wissen, wer wir sind und was unsere Bestimmung ist. Was würdet ihr denn vorschlagen? Es könnte inzwischen überall sein. Nein, können wir nicht. Wollen wir weitergehen? Beschäftigt euch etwas? Ich habe darüber nachgedacht, was den Elfen widerfahren ist, und es erinnert mich an ein Lied, das ich vor vielen Jahren gehört habe. Es war, als meine Mutter starb, war da diese weise Elfin. Sie tröstete mich und sagte, wir sollten den Tod weder fürchten noch hassen. Der Tod ist nur ein neuer Anfang. Eines Tages müssen wir alle unsere sterbliche Hülle verlassen, damit unser Geist in Freiheit fliegen kann. Ich halte es für ein wunderbares Bild. Es bringt den Trauernden Frieden und Hoffnung.
Hört auf, Zeit zu verschwenden, Wächter. Ich bin nicht hier, um zu plaudern. Ihr seid Zeugen eines außergewöhnlichen Ereignisses, Wächter. Die Dalish stehen bereit, um Ferelden zu verteidigen. Wir haben uns sehr kurzfristig zusammengefunden. Bestimmte Bereiche unserer Ausrüstung könnten besser sein. Am hilfreichsten für uns wären grundlegende Werkstoffe wie Elfenwurzel und Tiefenpilze. Ihr seid großzügig wie immer, Wächter. Was habt ihr auf dem Herzen? Ich hatte schon immer eine Vorliebe für die Geister des Nichts. Als Kind hatte ich nie Angst vor meinen Träumen, denn ich wusste, dass sie da waren. Ich habe die Geister immer schon gespürt. Auch wenn ich sie nicht sehen konnte. Und durch die Ausbildung im Zirkel wurde ich dafür noch empfänglicher. Ich bemerkte, dass ich im Nichts, egal ob in einem Traum oder bei Magieübungen, stets beobachtet wurde. Davon gehe ich aus. Diese freundlichen Geister erschaffen im Nichts unsere Traumwelten. Manchmal sah ich ihn, eine leuchtende, nebulöse Form. Aber meist spürte ich nur seine Anwesenheit. Sanft und behütend, aber auch fremdartig. Ich glaube, es ist ein Geist des Glaubens. Sie wurden noch nie gesehen und ich mag mich täuschen. Aber etwas sagt mir, dass ich recht habe. Es scheint mir immer dasselbe Wesen zu sein. Der Geist hatte Interesse an mir und hat mich beschützt, in Ermangelung eines besseren Wortes. Manchmal schien er mich im Nichts zu umfangen, wie ein Schild, damit ich in Sicherheit war. Und er gab mir Stärke bei meinen schrecklichsten Schlachten, wie etwa bei Ostagar. Ich weiß nicht, warum er mich auswählte. Vielleicht wusste er, dass auf mich noch etwas Wichtiges wartete. Ich sage mir, dass ich eine seltene Gelegenheit bekommen habe und ich werde das Beste aus der Zeit machen, die mir so großmütig gewährt wurde. Ich werde nicht reglos im Bett liegen, die Decke bis zum Kinn hochgezogen und darauf warten, dass der Tod mich holt. So will ich nicht sterben. Darum werde ich an der Seite des Grauen Wächters kämpfen und sie auf die Aufgabe vorbereiten, die vor ihr liegt. Ihr solltet mir also gut zuhören, denn ich verspreche euch, wenn ich vorzeitig fallen sollte und ihr nicht alles richtig macht, werde ich auferstehen und euch tüchtig schelten. Ihr würdet es wohl auch alleine schaffen, ganz ohne meine Hilfe. Ja. Ja. Unbedingt. Ihr seid also zurück. Hat die liebreizende Morrigan also endlich jemanden gefunden, der nach ihrer Pfeife tanzt? Ihre Musik ist aber auch verführerisch, findet ihr nicht?
Wozu überhaupt tanzen? Warum nicht singen? Was hat Morrigan euch erzählt? Welchen perfiden Plan hat sie diesmal ausgebrütet? Ohne Zweifel. Aber wisst ihr es auch? Ah, das ist eine uralte Geschichte, die Flemeth schon oft gehört hat und sogar selbst erzählt. Kommen wir gleich zum Ende unserer Mär. Werdet ihr die alte Frau töten, wie Morrigan es will? Oder gibt es eine überraschende Wendung? Die Wahrheit, sagt sie, als ob es gar nichts wäre. Nein, nein. Die Lüge ist viel besser. Dass es warm ist unter Decken, im Schatten und mit Mutterliebe. Morrigan will mein Zauberbuch. Nehmt es als Trophäe und sagt ihr, ihr hättet mich erschlagen. Ihr könnt sie behalten. Für eine Weile. Ich gehe. Vielleicht überrasche ich Morrigan eines Tages. Oder beobachte sie auch nur. Es wäre interessant, was sie aus ihrer Freiheit macht. Erhellend nachgerade. Wollt ihr einer alten Frau diesen Gefallen tun? Wir glauben, was wir glauben wollen. So ist es immer. Es ist viel leichter so, findet ihr nicht? Lügen sind stets amüsanter. Oh, ich weiß nicht. Ziellose Gewalt ist amüsant. Aber das hier ist auch gut. Ja, amüsant. Morrigan hintergehen. Ach, was soll's. Natürlich ist das amüsant. Ich bin ein böser Mann. Ihr webt ein kompliziertes Netz, Wächter. Hoffentlich für eine gute Sache. Das Buch ist in der Hütte. Mit Anmerkungen und genug Zaubern, dass Morrigan vor Wonne erröten dürfte. Wir beide werden uns nicht wiedersehen, das garantiere ich. Es ist gut, das sofort zu erledigen. Aber selbstverständlich. Aber selbstverständlich. Habt ihr es euch schon anders überlegt? Da brauche ich ja zum Unterwäschewechseln länger. Ach, wollen wir das nicht alle? Geht das schon wieder los? Säbelrasseln und Kinnlade auf den Boden? Oh, tut doch irgendetwas. Dann lasst eine alte Frau in Frieden. So viele Besucher. Als nächstes bauen sie eine Straße hierher und errichten einen Gasthof. Ah, Mutters echtes Zauberbuch, nicht wahr? Es freut mich, dass ihr es doch noch gefunden habt. Danke fürs Zurückbringen. Ich werde umgehend darin lesen und die darin verborgene Macht freisetzen.